Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Streich. Ihr habt die Woche heil überstanden, hoffe ich. Wir haben Samstag, es gibt ein neues Video. Hier diese fette Platte. Ja. Und dann haben sie die schmal gekloppt. Mhm. Und dann sind die überlappt. Die geht oben sogar noch weiter, beim Schmal halt. Oh, da ist sogar mal ein schöneres Graffiti gewesen, was mal ein bisschen was anderes gewesen ist. Oh, das ist ein Fuchs. Aber wenn sich das anguckt, das sind nicht wenig gewesen. Oh, nee. Ja, da hinten das Rädchen an der Wand, das ist der Hauptstromschalter oder wie soll man das Ding nennen? Ja, Hauptunterbrecher. Ja, hier, das ist auch ein Graffiti, das ist auch schon ein bisschen älter. Das wird der gleiche Künstler sein, der unten die Graffitis gemacht hat, die ich euch schon gezeigt habe. Echt schön. Sind schon ein paar kleine Dinger, oder? Ja. Ja, das ist die Halle. Die haben wir jetzt so ziemlich durch. Und nun, Leute, wird es wieder lustig, weil wir wollen auf diesen Turm. Da gehen wir jetzt hin und den ziehen wir uns rein und gucken, ob wir da raufkommen. Das wäre natürlich wieder so ein kleines Highlight. Da ist er, Leute! Da geht's rein, Leute! Ja, Leute, das Fenster haben wir hinter uns gelassen. Wir sind drin in dem Turm und dieses bietet sich uns hier. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier nach oben kommen. Hier können wir mal nach unten gucken. Die Meters haben wir schon gemacht und es geht weiter. Irgendwie kalt da drin gewesen oder so. So sieht das aus. Hier unten, ob da so eine Kalklauge drin war? Gute Frage. Ist wie so eine Zentrifuge, wa? Ja, da werden sie was angerührt haben. Ja. Ich vermute mal, da wird so eine Kalksuppe gewesen sein. Es hat doch alles so einen weißen Rand. Ja, wir sind schon und es geht immer noch höher. Ja, Leute, ich mache euch jetzt mal aus. Jetzt geht es nur noch im Kreisberg hoch. Ja. So, wir haben die nächste Plattform erreicht. Und hier haben wir eine Mobilfunkstation. Ich vermute mal, hier werden so Antennen auf dem Dach gestanden haben. Und hier haben wir noch ein Telefon. Das ist noch das alte Werkstelefon, würde ich mal sagen. Da stehen sogar noch Ford, da stehen noch die Kurzwahlnummern. Das ist auf jeden Fall so ein Werkstelefon. So, wir gehen nochmal weiter nach oben und wollen mal gucken, wie es ganz oben aussieht. So, da sehen wir jetzt schon die nächste Treppe. Da müssen wir auch noch rauf. Jetzt haben wir hier wieder das Stockwerk erreicht. Alter Bock. Das ist krass. Alter, das Abflussrohr da. Guck mal, der U-Bahnhof. Der U-Bahnhof hier. Alter, mega. Oh, das hier ist, glaube ich, der Überlauf, Leute. Das geht mal runter. Das ist ein Überlauf. Alter. So, hier ist die letzte Treppe. Die nehmen wir jetzt auch noch mit. Weil jetzt wollen wir auch aufs Dach und gucken, was da los ist.
Hier ist das Dach, Leute. Ich werde mal eben die Taschenlampe ausmachen. Sonst sehen wir uns hier gleich. Krasse Scheiße. Da ist die Firma, da waren wir gerade drin. Da sind wir gekommen. Was eine Aussicht. Da hinten, Leute, das ist auch Lost. Aber im Rückbau sind wir nicht drauf gekommen. Die Bude da ist auch verlassen. Aber wir haben da gerade schon Wachschutz gesehen. Da ist kein Draufkommen, Alter. Hinten beim Pförtner, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich werde euch das mal mit Pfeil markieren, da stehen noch Autos. Boah, das sind aber Scheißstufen hier, ja? Diese halben Kackdinger. Hoch geht ja noch, da kannst du ja da reintreten, aber runter ist ja total Schwanz. So, es geht weiter nach oben. Ja? Tatsächlich. Da gibt es noch ein paar Kilo mehr Kupfer hier. Ja, das sind alles so Tanks für die Versorgung hier für die Bude. Ja. Ja. Sage ich mal, ich weiß ja nicht, wie die ihre Kessel hier kühlen mussten oder so. Montaggrippe. Alter Bock, geil. Doch. Hammer. Hier, Leute, ich schieße den Schacht. Das Ding ist abgesoffen. Boah, und hier ging es noch tiefer. Krass. Das ist ein Elektromotor. Alter, das sind Pumpen, oder? Nicht nur einer davon. Krass. So, wir gehen wieder raus aus dem Keller und verlassen das Gebäude. Und das ist der Einpol-Wischermotor, Leute. Ich zeige euch mal, warum Einpol-Wischermotor. Es ist ein Pole, der ihn bedient. Deswegen ein Pol-Wischermotor. Wann Schiff heute Feierabend? 24-Stunden-Schicht. Diese 7-Tage-Woche. Dann ist gut. Danke länger. Ja, Leute, ihr befindet euch auf dem direkten Weg in den Gulag in Sibirien. Da vergeht euch das Lachen. Deswegen schaut noch mal raus, guckt euch mal noch die schöne Gegend an. Der nächste Halt wird euch das Lachen vergehen, wie gesagt. Da hat schon wieder einer den Weg blockiert von den Specknacken. Der Fette war's! Der Fette war's! So, und jetzt gehen wir mal rein. In die nächsten, anderthalb Waggons weiter. Sofort. Das ist gut. Ein bisschen windig heute. Und bevor die Oma sich da hinten beschwert. Mach mal zu, es zieht! Hab ich schon! Alter Bock, hier kannst du auf Gleise kacken. Was? Ja, da kannst du unten rausgucken, Alter, auf Gleise. Das, da. Ja, ich wollte mich jetzt mal hier auf die Gleise stellen und mal ein bisschen den Verkehr regeln hier. Ich wollte mal gucken, ob die sich was annehmen davon, wenn ich mich da hinstelle und rot winke. Eigentlich muss das doch ein Zeichen haben für die, oder? Ja, Leute, wir gehen wieder in den Zug. Hier draußen ist nass. Hier ist der Sprungkasten offen. Und die extra Stufen. Ist da noch was drin oder auch schon geplündert? Geplündert. Können sie ganz schön gebrauchen für andere. Ersatzteillager hier.
Ja, hier haben wir den nächsten. Die Kollegen sind da drin wieder Fotos machen. Gehen wir auch mal reingucken. Nein, ich wollte einfach hier die Tür mitnehmen, weißt du, das? Mach mal so ein bisschen. Was will ich denn mitnehmen? Die Tür geknipst, du Pfeife. Du willst die Tür mitnehmen? Ja. Das ist aber ganz schön viel zum Mitnehmen. Wir sind jetzt irgendwo heute. Ja, ich würde sagen, liebe Leute, das ist es gewesen. Wir rennen jetzt hier noch zwischen den Zügen rum. Wir suchen jetzt noch Monsieur Gilfanta. Genau, der ist mir noch weg. Der steckt jetzt hier irgendwo in den ganz alten Zügen. Und oh, da ist er! Leute, wir haben da gefunden. Unser verlorenes Objekt ist wieder aufgetaucht. Wir werden jetzt dieses Gelände hier verlassen und zum Auto begeben, nach Hause fahren. Ich hoffe, dieses Video, das hat euch gefallen. Und auf jeden Fall, Leute, schaltet nächste Woche ein. Nächste Woche wird es die Grube geben, Samstag. Und dann werden wir diesen Stollen weitergehen, den wir angefangen haben, aber aus Zeitgründen nicht zu Ende machen konnten. Den werde ich euch nächste Woche zeigen. Und solange, ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut. Und schaltet auf jeden Fall wieder ein. Like das Video, es würde mich freuen, Kommentar würde mich freuen. Und mega würde mich freuen, wenn ihr mich so ein bisschen unterstützt und die Videos teilt. Leute, ciao, macht's gut. Ja, komm, ich habe ein Foto. Fotos kann ich sagen, wir haben noch kein Foto. Ja. Oder nur im